Liebe Freunde, ich verrate Ihnen kein Geheimnis. Am Freitag beginnt Pessach. 8 Tage lang feiern wir die Befreiung der Israeliten durch Moses, den Auszug aus Ägypten und die Entstehung des jüdischen Volkes vor mehr als 3000 Jahren. Die Pessach-Geschichte war voller Wunder. Aber das größte Wunder sind die Menschen selbst. Die Israeliten sind in der ägyptischen Knechtschaft unter Lebensgefahr füreinander eingestanden. Erst der Zusammenhalt auf dem beschwerlichen Weg durch die Wüste ermöglichte die Entstehung des jüdischen Volkes. Auch heute bewirken Menschen Wunder, wenn sie zusammenhalten. Das beweisen die jüdischen Gemeinden in Österreich immer wieder aufs Neue. 1938 haben in Wien rund 200.000 Jüdinnen und Juden gelebt. Nach der Shoah waren es keine 2.000. Selbst nach dem Krieg haben unsere Väter und Mütter keine Gmatewiesen in Österreich vorgefunden. Juden waren nicht immer willkommen. Und wenn, dann sollten sie am liebsten unauffällig bleiben. Unsere Eltern haben aber allen Widerständen zum Trotz eine außergewöhnliche Gemeinde aufgebaut. Aus ganz Europa und aus Kleinasien kamen Juden nach Wien, die IKG bis heute mitgestalten. Wir haben Familien, die seit mehreren Jahrhunderten hier leben. Und wir haben Familien, die seit einigen Jahrzehnten hier leben. Alle sind Wiener Juden und Jüdinnen. Wenn wir also zu Pessach über Moses, den Pharao und den Auszug aus Ägypten hören, denken wir an Freiheit und Zusammenhalt. Und Pessach erinnert uns auch, respektvoll zu sein gegenüber jedem Menschen. Mögen viele Wunder folgen. Chag Sameach Vekasher.